Wenigstens ließ der Sturm noch auf sich warten. Die Kabine schwebte, ohne zu schwanken, bergan. Von Ferne sah das sicher majestätisch aus. Für mich war es nur instabil, aber es hatte ein Ende. Ich kam an, hob den Bügel vor der Tür und trat nach draußen auf den endlich wieder festen Boden. Das Hotel Falkner Alm lag vor mir in vielleicht 100 Metern Entfernung und duckte sich unter dem inzwischen anthrazitfarbenen Himmel auf einen Felsvorsprung. Von den Zimmern zur Talseite hin musste man einen grandiosen Blick haben. Als ich näher kam, konnte ich die Schrift eines Banners lesen, das über dem Portal hing. Mörderisches Wochenende. Ganz schön interessant. Nee, es ist wirklich, es war diesmal tatsächlich was anderes als die anderen Romane, die ich eingelesen habe von anderen Autoren.